Grüß Gott und herzlich willkommen zu einem neuen Blick. Ich sage gleich, sollte ich unterbrochen werden vom Telefon, würde ich die Aufzeichnung stoppen. Der Tierarzt für den kleinen Yoshi ruft zurück. Gut, so viel wieder ein kleiner Einblick ins Private. Ich bin der Oma von einem Hund. Ja, wie so oft bekomme ich ja so die Impulse, die Eingebungen von den alltäglichen Dingen und auch viel von, was natürlich auch, was mir begegnet, was auf mich zukommt, was ich dann immer auf meine Art verarbeite. Und interessant ist, dass ich dann oft, wenn ich so eine Eingebung habe, stoppe und merke, wie ich dann sofort darüber einen Blick machen will. Und ich weiß bei vielen Dingen, die ich intuitiv mache, erst später, warum ist das so? Man könnte ja meinen, ja, das müsste jetzt ausreifen und dann so wie der Frank, ne, eine Franksfreiheit, das ist ja das ganze Gegenteil von dem, was ich hier mache, von so einer Momentaufnahme, wenn er das sammelt über, weiß nicht, Tage oder Woche und das dann gut ausformuliert und gut durchdacht dann in einer Franksfreiheit wiedergibt. Und ich habe gemerkt, dass das sogar für mich wichtig ist, dass diese Blicke aus dem Moment herauskommen und dass es so Häppchen sind. Ich habe gedacht, ich könnte es auch Häppchen nennen. Und ich merke ja oft, wie mir etwas klar wird durch etwas im Außen, was mich, also es ist ein sogenannter Stolperstein, ne? Etwas, was mich innehalten lässt, was mir vielleicht auch zuwider ist oder was einen Widerstand in mir auslöst. Das heißt, ich möchte das auch wirklich ehren, die Widersprüche, die Widerstände, die Stolpersteine. Und da ist zum Beispiel ein wesentlicher, ich komme jetzt mal vom Großen ins Kleine. Also das eine ist, dass ich gemerkt habe, dass ich seit Tagen nervlich extrem, ich bin am Limit. Mein Nervenkostüm ist extrem sensibilisiert. Es nervt mich schnell etwas. Ich bin schnell genervt. Ich merke, wie ich selbst, wenn ich mich versuche auszuruhen, das ganze Nervenkostüm komplett aktiviert ist. Und ich habe vorgestern den Workshop gehabt mit der Diana. Und da habe ich schon gesagt, ich weiß, dass es immer einen Sinn gibt, den ich aber oft später erst erkenne. Das heißt also, dieses Hinschauen, dieses Hinhören oder beziehungsweise, wenn es ums Nervenkostüm geht, dieses Hinspüren und einfach erstmal registrieren, oh, mein Nervenkostüm ist dünn, ich bin dünnhäutig, meine Nerven, man sagt ja auch, meine Nerven liegen blank, aber das wäre in meinem Fall zu viel gesagt, es ist einfach nur, ich bekomme die Aufmerksamkeit auf das Thema des Nervensystems, so. Was natürlich mit Strom zu tun hat, mit Uranus zu tun hat, also sprich, da ist sehr, sehr viel Vibration, da ist sehr aktiv, das ist sehr aktiviert. Unter Strom stehen, sagt man ja auch. Wo ich dann auch merke, dass ich wenig aushalte von außen an Pegel, was dann noch zusätzlich das Ganze in Schwingung bringt. Ich hatte relativ viel Besuch in letzter Zeit oder Austausch auch in der Familie. Und da ist jetzt wichtig zu merken, dass mich schnell etwas nervt und das hat aber dann mit den Auslösern wenig zu tun. Da reicht schon ein geringer Auslöser, dass ich merke, es wird mir alles zu viel und ich muss mich rausziehen. Dieses zu viel und rausziehen hat aber wiederum, merke ich, sehr, sehr viel zu tun mit dem Gehör. Dass es mir zu viel ist, es ist zu laut, es ist zu viel durcheinander, es ist eine Kakophonie. Und das war jetzt der Auslöser für diesen Blick. Ich habe eine Zuschrift bekommen und ich danke, es braucht dann oft eine Weile, bis ich das dann öffne. So, da ging es um Neville Goddard. Ich hab ja den Neville Goddard empfohlen. Jetzt habe ich so viele Fenster offen, das auch bezeichnet. So, das ist ein Link über diesen Kevin Kuhnert. Der Kevin Kuhnert hat einige Videos gemacht. Er hat auch den Neville Goddard übersetzt. Ich habe hier einen Link. Das Ganze heißt ganzheitlich -frei.com. Ich gebe es drunter. Kevin Kuhnert, Bewusstsein ist die einzige Realität. So. Und jetzt komme ich zum eigentlichen Punkt. Das ist ein sehr, sehr gutes Interview. Und gerade auch, wo ich eben
nicht ganz der Meinung bin, ist das ja wunderbar, weil ich dann dadurch eben das hinterfragen kann. Und fragen und hinterfragen ist ja sehr, sehr wichtig. So, und jetzt kam ich an einen Punkt, ich hatte eine Erkenntnis, die ich sehr spannend finde, und dann wurde das immer mehr durcheinander. Er hat Weisheiten von sich gegeben, wurde dabei auch im Ton immer dringlicher. Und ich meine das jetzt nicht so süffisant, wie es klingt. Ich meine es jetzt tatsächlich ernsthaft. Und die anderen beiden waren in der esoterischen Erkenntnis. Und das ist auch ganz normal, dass man dann unglaublich im Abgabemodus ist. Und ja, die Erkenntnis. Und man müsste ja und man sollte ja. Und die Theorie sagt das und die sagt das. Und wuhu, hat es sich überschlagen. Ich habe gemerkt, ich muss abdrehen. Und muss einen Blick machen. Muss, ich muss. Ich fühlte mich gedrängt, einen Blick zu machen. Und zwar gerade aus diesem Augenblick heraus. Ja, und das bringt mich wieder dazu, dass ich an Bad Hersfeld denke und an etwas, ich habe da ja sehr viele Impulse auch von den anderen Referenten bekommen. Und zwar, weil sie auf fruchtbarem Boden fallen und etwas, was sowieso in mir gärt und arbeitet, in Worte fassen. Und der Michael sprach darüber, wie die Worte dazu dienen, uns in die Irre zu führen und die Laute am Anfang waren. Und das geht ein bisschen in die Richtung, wie ich auch mit dem Joe Kreisel das Gespräch geführt habe, dass vor der Worte waren die Urlaute. Und die Urlaute sind so gesehen viel weniger missverständlich, ne? Die sind viel klarer. Und die Worte sind schon so verdreht. Der Joe Kreisel sprach davon, dass man mal probieren sollte, die Worte überhaupt rückwärts, also von der anderen Seite her. Sie sind verdreht, sie sind missverständlich, sie sind uns übergestülpt. Und der Ausweg führt ja immer über denselben Weg, wie das Problem. Das heißt, wenn sie uns übergestülpt wurden, dann ist der für uns der Weg, der uns wieder rausführt aus dem Schlamassel, ist, dass wir wieder die Worte finden, für die wir einen Ausdruck aus uns herausfinden. Das ist das, was ich im Blick oft mache. Ich entwickle es. Und mir ist auch aufgefallen, indem ich diese Sendung gesehen habe, und jetzt bitte nicht missverstehen, ich bin denen unglaublich dankbar. Es ist eine ganz wertvolle Sendung und ganz viele wertvolle Gedanken. Und das hat mit denen sozusagen jetzt gar nichts zu tun. Das ist zufällig oder eben nicht zufällig. Ich mir zu einem Zeitpunkt anhöre, wo mein Nervenkostüm so empfindlich ist, dass ich das irgendwann mal als absolute Kakophonie empfunden habe und es abdrehen musste. Ich weiß aber jetzt schon, dass ich es später weiterhören werde, wenn ich mich wieder beruhigt habe. Mir ist aber dabei aufgefallen, dass diese Blicke nicht nur aus dem bestehen, was ich sage, sondern vielmehr, wie viel hier dazu kommt. Es ist ein Ausdruck aus einer Landschaft, einer inneren Landschaft. Da ist ein Grundton, wie beim Parfum, ein Grundton oder wie bei einer Landschaft eine Farbe, die immer da ist. Dann ist ein aktueller Anlass. Etwas, was Form angenommen hat, etwas, was konkretisiert ist, so gesehen in dieser Landschaft halt irgendein, ja, ein Objekt, ein manifestiertes. Dann ist aber das, was erst im Bau ist und erst im Blick entsteht, erst im Blick seinen Ausdruck findet. Und das alles ist ein Konglomerat, das seinen Ausdruck findet. Dieser Ausdruck ist in Form von Schwingung, von Frequenz und trifft bei euch auch wieder auf eure innere Landschaft. Und dann ist die Frage, welche Frequenz ist auf welchem fruchtbaren Boden bei euch getroffen und was entfaltet sich daraus? Und wenn ich jetzt zurückschaue auf Bad Hersfeld, dann waren da viele Synchronizitäten. Der Frank Köstler hat das auch ausgedrückt, dass das schon enorm war. Wir hatten uns alle, also das Bad Hersfeld war unter dem Titel Volition, und Volition ist etwas, woran der Michael sehr stark arbeitet, die Kraft des Willens. Und das wird in dieser Sendung, die ich gerade gehört habe, über Neville Goddard, sehr stark thematisiert. Die Frage nach dem Willen. Wir können gleich darauf noch eingehen, wenn Zeit ist. Ich will aber sagen, dass das, was dann ein Same, der da gesät ist, also zum Beispiel eben diese Frage nach dem Laut im Gegensatz zum Wort. Und wenn wir dann das noch weiterführen und
davon ausgehen, dass uns von außen so viel übergestülpt wird, dann kommen wir zu den Worthülsen. Wenn das nämlich nur noch leere Worthülsen sind oder das, was ich immer so als, ja, so bla bla bla, so n'importe quoi, so irgendwas, so ohne nachzudenken. Irgendwelche Wörter werden dir einfach reingedrückt. Ne? Und das ist alles sehr anstrengend. Und je mehr du dabei bist, etwas aus dir heraus zu formen, einen Gedanken, eine Idee, einen Impuls, ein Wille, ein Wort, etwas, was du aus dir heraus formst und was lange braucht, um geformt zu werden, wofür du auch ganz viel, ich überlege gerade, das Wort Kraft ist nicht das Richtige, nein, Energie, du brauchst viel Energie, damit aus diesem Staub, aus diesem Lehm, aus diesem, was natürlich jetzt der irdische Prozess ist, ich nehme mal lieber den geistigen, aus diesem geistigen Funke, damit daraus etwas sich herauskristallisieren kann, was dann seinen Weg in die Außenwelt findet. Das braucht sehr viel Energie, das ist ein energetischer Prozess, das ist ein alchemistischer Prozess, dass das Feuer um der Gedanke, der Impuls, der zündende Funke, dass er in dir langsam Gestalt und Form annehmen kann und dann mit Hilfe der Kraft des Willens, der Haltung, der Gesinnung, 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 Gesinnung. Ich hatte ein anderes Wort vorhin noch. Was war das Wort, das mir vorhin eingefallen ist? Ausrichtung. Das gefällt mir. Ausrichtung. Genau. Ausrichtung heißt etwas, was zunächst einmal völlig wabernd, unausgerichtet ist, formt sich, wird in der Form also mehr spitzer wie ein Pfeil. Und der Pfeil, wenn er seine Ausrichtung kennt, wird abgeschossen. Schütze, er zielt nach was Höherem und das ist dann der göttliche Wille. Denn wenn wir nach dem Willen gehen, ist ja ganz wichtig, wenn ich immer sage, wenn es heißt, dein Wille geschehe, dann meinen wir damit nicht den Gott auf der Wolke da oben, sondern dein Wille im Sinne des göttlichen Selbst, das Königreich in mir, die göttliche Kuppel in mir, mein Kronenchakra. Sprich, der Teil von mir, der weiß, wo es lang geht, wolle, was komme. Im Sinne meiner Ausrichtung kann ich sicher sein, wenn meine Ausrichtung stimmig ist, da wären wir wieder bei der Stimmgabel, dann formt sich all das im Sinne des Höheren, des Stimmigeren, des für mich Gedachten, des Artus, im Sinne des Artus, der Artus-Aufgabe. Da wären wir wieder bei diesem Bild, dass jeder das Schwert für sich nur aus dem Stein ziehen kann. Artus. Dann können wir uns darauf verlassen, dass der Pfeil, wenn er denn abgeschossen wird, und wir schießen nicht jeden Tag 1000 Pfeile ab, es geht um den einen Es wird in die Welt hinaus entlassen. Es wird entlassen. Also sprich, der Pfeil wird in die Welt hinaus entlassen, wenn er denn soweit ist, wenn wir soweit sind, dass wir den Bogen loslassen können. Dann wird dieser Pfeil in die Welt hinaus entlassen, das ist eine Fliege, Entschuldigung, und findet seine Richtung und findet seine Bestimmung. Was braucht es dafür? Die richtige Gesinnung, die richtige Ausrichtung, den göttlichen Funken, also nicht einen Funken, den der kleine Golem sich eingebildet hat. Was auch ein Thema ist, egal. So, und natürlich ist es fast unmöglich, wenn wir aus dem ganzen Kladderadatsch und dem ganzen Tohuwabohu und den ganzen Stimmen da draußen herausfiltern wollen, welche passt jetzt für mich? Versteht ihr, wenn ihr jetzt eine Sendung nach der anderen hört und dann, so wie er beschreibt, der Kunert beschreibt, dass es eine Zeit in seinem Leben gegeben hat, wo er nicht weiter wusste und er sich dann mehreren Schulen dann gewidmet hat. Und das ist jetzt die Frage, wenn man sich dann auf die Suche nach Schulen macht, dann kann man sicher sein, dass dabei viel natürlich Irreführung drinnen ist, weil man ja sich auf die Suche macht mit sozusagen diesem fehlgeleiteten Gollum-Bewusstsein, ne? Noch nicht mit dem Höheren.
Und dann probiert man sie alle durch und dann ist es so ein Try and Error. Ich halte mehr davon, dass wir erstmal nach außen die Schotten dicht machen und die Stimmen im Außen, diese ganze Kakophonie erstmal auf Halt stellen. Hold, hold, wie bei Braveheart. Hold, hold, hold. Die Welt aussperren, die Welt zum Anhalten zu bringen, wie bei Carlos Castaneda beschrieben. Und so die Möglichkeit zu schaffen, sich der Stimme im Inneren zu lauschen. Das geht nur, wenn die Stille da ist. Und dann darauf zu vertrauen, dass die Stimme im Inneren uns in Kontakt bringt mit dem, was der göttliche Funke ist, woraus dann ein Wille, eine Ausrichtung entstehen kann. Das heißt also, der Prozess ist umgekehrt. Das hat übrigens der Kuhnert sehr schön beschrieben, dass er unterschieden hat zwischen das Gesetz der Annahme, dass es nicht darum geht, dass wir alles, was draußen ist, also dass das umgedreht vermittelt wird. So nach dem Motto, alles, was von draußen kommt, müssen wir annehmen. Und damit sind wir wieder an dem Punkt, wo ich ja seit Tagen drin bin, dass wir komplett überflutet werden. Und wenn wir das umkehren und hier die Welt außen vor lassen, dann kommt der Impuls aus uns heraus. Es kommt eine Stimme aus uns heraus, eine Führung aus uns heraus, dem wir dann einen Ausdruck im Außen verleihen. Es geht also viel mehr darum, etwas auszudrücken, in die Welt zu entlassen, als dass wir von der Welt permanent uns irreführen lassen. Und ja, am schönsten ist es, wenn das ein Pas de deux ist, wenn es ein Tanz ist, wie ich es auch kenne. Und ich weiß, ihr wisst alle, wovon ich rede. Das ist dann wie der Surfer, der die Welle surft. Oder wie ein Tanz, wie ein Menuett. Das, was du ausdrückst und was aus dir herauskommt, tritt in Resonanz mit dem, was von außen auf dich zukommt. Da denke ich jetzt sofort an Tai Chi. Ich habe lange Zeit Tai Chi gemacht. Da geht es immer um die zwei. Da sind wir bei zwei. Bei zwei ist eine Beziehung. Und dass es im Fluss ist. Dass es im Fluss ist zwischen dem, was du in dir zu dir nimmst, was du aus dir heraus in die Welt entlässt. Und das kann dann in eine Interaktion gehen, in einen Tanz. Aber das ist nicht immer so. Das ist im schönsten Falle so. Oft kommen von außen vergewaltigende Aspekte auf uns zu. Und das muss noch nicht mal unter schlechter Absicht sein, sondern etwas, was ich immer wieder betone, ist, jeder Mensch, ich überlege gerade, jeder Mensch, okay, die meisten, fast alle Menschen, die ich kenne, laufen herum mit ihren ganzen Anteilen an komischen Figuren, seltsamen Figuren, an Gollums und anderen seltsamen Figuren, die alle bei ihnen hausen. Also sprich, die meisten Menschen sind voll von irgendwelchen Parasiten, die da drinnen irgendwie sich ausgebreitet haben. Darum geht es in jedem Mittwoch in unseren Workshops, wo es immer darum geht, die eben zu identifizieren und ihnen den notwendigen Platz zuzuweisen, sie in ihre Schranken zu verweisen oder ihnen die Stimme wieder sie dahin zu geben, wo sie ihre Sinnhaftigkeit haben oder wenn sie überhaupt keine haben, dann sie zu entlassen und sie zu schauen, was ist die Frequenz, wo sie ihre Daseinsberechtigung haben. Genau. Solltet ihr dann auch einsteigen wollen, könnt ihr jederzeit, dann habt ihr immer die Aufzeichnungen der früheren. Und es ist ein Weg. Wir gehen da, es wird immer dichter. Wir schweißen immer mehr zusammen. Es kommt immer mehr zu einer Gemeinschaft. Wenn euch das interessiert, der Link ist hier unten drunter. Sonst geht auf tagewiedieser.com, glaube ich. Oh Gott, ich geb's drunter. Ja. So, worüber wollte ich reden? Nicht, dass ich mich hier verliere. Diese innere Landschaft. Ja, die meisten Menschen rennen herum und haben diese ganzen,
das Zombieland ist etwas völlig Normales. Und alle diese Parasiten in uns, die irgendwie sich ausbreiten und die auf dem Thron sitzen und die bestimmen und die sagen, wo es lang geht oder die ihre Bühne dort haben und sich breit machen und ihren Dialog oder Monolog von sich geben. Das ist etwas, was für uns völlig normal ist. Gott, ist das nervig heute. Das ist für uns etwas völlig Normales. Das ist, ja, das nennt man dann Austauschkommunikation. Wobei ja immer die Frage ist, wer wendet sich an wen? Das wäre die wichtigste Frage. Wer wendet sich an wem? Wenn zwei Gollums sich begegnen, und Gollum ist für mich jetzt einfach ein Ausdruck für einen Spieler, der für einen Felix Krull, der Hochstapler Felix Krull, es ist sozusagen ja der reiche, nichtsnutzige Erbe, der sich auf dem Thron dick und fett macht und bestimmt, oder es ist der Gollum aus Herr der Ringe, der aus völlig niederen Beweggründen von Gier, Wichtigtuerei, also ein kleiner Wurm sozusagen, der kompensieren muss, der sich aufplustern muss, der, ja, was natürlich auch viel mit einem verängstigten Kind zu tun hat, aber ein verängstigtes Kind, das kompensiert und daraus dann eine Pseudo-Erwachsenen-Figur macht. So, dieser Gollum, das ist für mich sehr eindrucksvoll, ne? Der beschreibt das sehr, sehr gut. Der übernimmt bei ganz vielen die Führung. Vor allen Dingen muss man dazu sagen, wenn man in Interaktion mit anderen tritt. Man begegnet der Nachbarin und dann schon geht's los. Ich erlebe es ja hier auch, der Besuch kommt her und was ist, dann wird schon wieder darüber berichtet, was die Nachbarin gemacht hat oder welche Krankheiten der oder der hat oder wie auch immer. Und du merkst, wie dir deine Energie sukzessive abgezogen wird. Ne? Oder eben jemand berichtet dir von einem Problem und du präsentierst die Lösung und dann kommt das Ja-Aber-Spiel. Ja, aber was mache ich, wenn? Und das Bedenkenspiel. Aber dann könnte doch das passieren und das, und was mache ich, wenn? Und ist dir schon mal das passiert? Und Ja-Aber-Spiel. So, das sind alles Energiefresser, das sind Attitüden von Gollums, die aber für uns völlig normal sind. Und je mehr wir uns identifizieren mit diesem Gollum und sagen, ich bin der Gollum, ich bin, und das ist meistens, wenn wir uns mit unserem Nachnamen identifizieren. Ne? Und ich kann nur empfehlen, Abstand zu gewinnen. Das ist der Grund, warum ich oft von der Turner rede. Also wenn ich über die Turner rede, die Turner ist der Familienname, das ist so gesehen ein Familienmuster, es ist eine egregoriale Struktur. Alle Turners machen das, oder in der Turnerfamilie ist das und das üblich. Und es ist wichtig für mich, dass ich hier und da einfach scherzhaft, ach, die Turner, was hat sie wieder gemacht? Dass ich mich damit nicht identifiziere. Die Frage überhaupt, zu wem sagen wir ich? Und wenn ihr zu eurem Gollum ich sagt, dann ist es natürlich schon ein Trauerspiel. Und ja, ich erlebe es immer wieder, dass wenn ich mit jemandem in Interaktion trete und ich mache ihn auf den Gollum aufmerksam, dass er dann beleidigt ist und sich auf den Schlips getroffen fühlt. Und wo ich dann sage, naja, also eigentlich soll es doch umgekehrt sein. Man soll doch, also es ist doch eigentlich schön, wenn man erkennt, oh, da ist ein Gollum, und in dem Moment sich dissoziieren von diesem Gollum und merken, oh, der ist da. Und dadurch eine Möglichkeit haben, mit dem umzugehen. Und in dem Moment, wo jemand beleidigt darauf reagiert, identifiziert er sich mit diesem Gollum. Das kann man machen, aber das ist halt ja die Anleitung zum Unglücklichsein, sage ich jetzt mal, weil es ja nicht nur so ist, dass dieser Gollum andere tyrannisiert oder sich anderen aufdrängt oder andere, also dieser Gollum möchte immer, der ist immer im Konkurrenzdenken, das ist immer in dem darwinistischen, wettbewerbsorientierten Größersein, also der ist immer auf Machtgewinn, auf Geldgewinn, auf Bedeutungsgewinn und so weiter aus. Hoheitsgewinn. Aber das macht er nicht nur mit anderen, sondern das macht er ja auch in deinem eigenen, in deinem Königreich, ne? Wo du dann nicht mehr Herrscher bist, weil er die Herrschaft übernommen hat. Das heißt, es ist also immens wichtig, sich das anzuschauen, sich diese Teile anzuschauen und zu erkennen, ja, was passiert da in mir? Und nur weil es jeder macht, ist es deswegen, das ist jetzt die Frage, wenn es jeder macht, ist es dann normal im Sinne, dass es die Norm ist? Da kann ich nur sagen, dass es sich für mich einfach immer mehr verändert, weil ich in dem Maße, und jetzt ist es schon schwierig, ich würde nicht sagen, den Weg weitergehe, weil das klingt, oder vorangehe, das klingt so nach einer Ausrichtung. Das war übrigens das, was mir nicht gefallen hat in dem Interview mit dem Kevin Kunert, dass er quasi immer davon redet, dass wir irgendein Ziel erreichen. Ne? Aber das ist das alte Gollum-Denken, was ein Ziel erreichen will, dieses Lineare. Ne?
der wirklichen inneren Führung im Sinne des Göttlichen geht es nicht darum, linear ausgerichtet irgendein Ziel zu erreichen, sondern es geht darum, dass es sich vollbringt. Es ist vollbracht, dass du dich immer mehr aus dieser Ausrichtung des Willens einen Impuls setzt, der dann sich befruchtet, die Außenwelt befruchtet die Innenwelt, also der Pfeil, der nach außen abgeschossen ist, ist der Impuls im Außen, der sich mit dem Impuls im Inneren verbindet und dann breitet es sich aus und zwar ist das dann immer eine Ausbreitung vom Nullpunkt, vom Nichts in alle Richtungen, ausdehnen, ausbreiten und das ist, es ist vollbracht, ist der Kreis, wenn es vollbracht ist. Ihr könnt schon erkennen, dass das mehr ist als nur ein Ziel. Ausgerichtet bezieht sich auf den Punkt, ne? Von meinem Punkt zum, der Pfeil geht nach draußen, das ist sozusagen der Punkt, das hat eine Richtung. Und ab dem Moment, wo dieser Pfeil in dir, dieser Impuls in dir und außen seinen Samen gesetzt hat, ab dem Moment geht die Ausbreitung in den Raum hinaus, zentrifugal oder zentripetal, beides, also es ist beides, ne? In die Welt hinaus ist konzentrisch in die Ausbreitung. Und wenn dann der Kreis sich schließt, ist es vollbracht. Das wäre natürlich so gesehen dann ultimativ der Tod, aber das kann auch mit Etappen sein. Ne? Also ein Lebensabschnitt ist vollbracht. Das heißt, du bist dann erfüllt davon. Und das Erfülltsein bewirkt, dass du das im Außen, deine Wirkkraft nach außen ausströmst und so wird es im Außen wirken. Und ich bin jetzt nicht der Meinung, und da wiederhole ich mich natürlich jetzt wieder, dass wir neigen ja dazu, die Richtungen umzudrehen. Die ganze Welt, das habe ich letztes Mal bei meinem letzten Blick schon gesagt, dass die ganze Welt, quasi wir sagen, oh, ich habe alles das geschaffen, die ganze Welt ist Abbild meiner selbst, das heißt, ich bin für alles verantwortlich, was in der Welt da draußen ist. So, in dem Sinne, wenn jemand zu mir kommt und es ist anstrengend, dann kann ich nur sagen, ich gehe in die Annahme, nicht im Sinne von, dass ich es aushalten muss, ich kann auch sagen, oh, entschuldigt, das ist mir zu viel, ich ziehe mich jetzt zurück. Und es zeigt mir etwas auf. Ja, es zeigt mir etwas auf, aber das ist nicht ein, ich mag nicht diese Binsenweisheiten, dieses 1:1, sondern es ist oft viel subtiler und viel komplexer. Wenn ich Begegnungen habe, ne, die ich als anstrengend empfinde, dann ist natürlich für mich die Frage, okay, was strengt mich so an? Womit, da kommen wieder, da sind wir wieder bei dem Bild des Sandkorns, ne? Womit kommt es in Reibung? Ich bin die Perle oder nein, ich bin die Auster und das Sandkorn reibt sich und daraus entsteht die Perle. Warum ist es für mich so anstrengend? Was strengt mich so an? Und dann erkenne ich, oh, es ist der Rucksack, den diese Person mitbringt. Aber es ist ja nicht einmal, ist es ein Rucksack oder ist es ein Gewand oder ist es ein... Ich habe oft das Bild gehabt vom Tannenbaum, der so mit Lametta und so. Und das viele Lametta macht mich dann irgendwie, da kriege ich Augenflimmern und ist einfach zu viel. Es ist zu schrill, es ist zu grell. Ich kann den Tannenbaum hinter dem Lametta nicht mehr erkennen. Ich kann das Göttlichsein hinter dem ganzen, ihr merkt schon. Ich kann es nur über eine Lautmalerei hier transportieren, was ich meine. Es ist zu laut, es ist zu grell, es ist zu penetrant. Und es ist mir zu viel. Es ist mir zu viel, heißt es ja, das ist wie bei Fisherman's Friend. Ne? Es ist zu stark, bist du zu schwach? Ja, egal, auf jeden Fall, es passt nicht zusammen. Ich kann aber nicht die ganze Welt ändern. Ich kann nur, und bevor ich daran denke, mich zu ändern, bevor du überhaupt in irgendein Tun kommst, geht es in erster Linie mal darum, überhaupt einmal eine Diagnose zu stellen, festzustellen, was passiert hier. Sprich, Schotten dicht, mich zurückziehen, reinhorchen, reinspüren, reinfühlen oder reinsehen. Es passt nicht zusammen. In mir ist etwas anderes als von außen. Es passt nicht zusammen. Etwas nimmt gerade in mir Form an, Gestalt an und für diesen Prozess brauche ich die ganze Energie.
Und deswegen gefällt mir auch das Wort mit ich bin angekommen oder ich bin so weit oder ich bin erwacht. Das gefällt mir alles nicht, weil es ist nicht unser Ziel, von A nach B zu kommen. Das ist das alte Denken. Das alte Denken ist immer von A nach B. Und wenn du bei B angelangt bist, dann kannst du dich ins Sarg legen. Ne? Dann ist es vollbracht. Ein Impuls setzt sich als Funke, als göttlicher Funke, wird ein Impuls in dir, ein Same wird gelegt und er trifft auf fruchtbares Feld und du entwickelst ihn und er breitet sich aus, bis er vollbracht ist. Und entweder daraus entsteht der nächste Samen auf einer höheren Ebene. Wahrscheinlich ist das so wie mit den Rillen bei den Bäumen, ne, dass es immer weitergeht. Oder keine Ahnung, oder ein anderer Same wird gesetzt und breitet sich aus. Und vielleicht erkennst du dann eines Tages, oh, die beiden sind eigentlich eins. Ich will damit sagen, dass es nicht so linear ist. Etwas in dir nimmt Gestalt an. Und es kann wie bei einem Puzzle sein. Verbinde die Punkte. Es kann wie ein Puzzle sein, das völlig unzusammenhängend und scheinbar x-beliebig, ja, sich irgendetwas in dir nimmt Form an und etwas anderes an einer anderen, völlig anderen, mit einem anderen Thema nimmt auch Form an und auf einmal erkennst du, oh, die haben miteinander zu tun. Es wird immer mehr ein Ganzes. Und eines kann ich dir versichern, je mehr du in dir deine innere Landschaft erkundet hast und erkenne dich selbst, das Orakel von Delphi, und diese innere Landschaft für dich erlöst hast, im Sinne von erlösen, im Sinne von es ist vollbracht, umso unwichtiger wird das Außen, wird das, was im Außen sich manifestiert, weil es ja in dir, das ganze Paradies ist ja in dir. Es ist wie die Schnecke, die ihr Schneckenhaus immer dabei hat. Du hast dein Universum in dir. Das ist das, wo ich immer sage, das kann dir keiner nehmen, das kann dir aber auch keiner was dazugeben, weil das ist in dir. Und natürlich wird es immer mehr sein Abbild auch im Außen finden. Aber das ist auch wiederum nichts. Also wisst ihr, ich gehe nicht durch die Welt und schaue permanent, oh, ist die Außenwelt ein Abbild von mir, sondern ich weiß nicht, das ist, die Außenwelt wirft, es ist, da bin ich wieder beim Bild mit den Bällen. Ne? Die Außenwelt wirft mir Bälle zu. Und die Frage ist, fange ich den Ball überhaupt? Schlage ich ihn zurück? Wehre ich ihn ab? Mache ich Schotten dicht, sodass die Bälle nicht zu mir hingeschossen werden können, jongliere ich damit, esse ich ihn auf wie einen Apfel und verdaue ihn. Eines ist auch sicher, je mehr wir aus uns heraus, aus der Volition heraus, etwas formen und es, egal ob im Sinne eines Ballspiels, es spielerisch nach außen in die Welt entlassen, wie Luftballone. Manche zerplatzen, manche finden ihren Weg nach oben, manche bleiben auf der Erde. Oder ob ich einen Pfeil abschieße, was viel pointierter ist. Das, was wichtig ist, das wird seinen Weg nach draußen finden. Und ich denke, je weiter wir uns ausgedehnt haben und je erfüllter unser inneres Universum ist, umso weniger werden wir vielleicht, umso weniger Bälle oder Pfeile werden wir abschießen. Es ist vielleicht nur ein einziger. Es wird minimalisiert, es ist nicht mehr so eine Kakophonie, es ist nicht mehr so eine, oh, da wären wir jetzt wieder bei dem Punkt, ne, so eine Diarrhö, viele haben so Wortdiarrhö, ne, so, es sind zu viele Wörter, da wäre ich jetzt wieder beim Anfang, wo mir das einfach zu viel ist, diese Kakophonie. Ne. Weniger ist nicht immer mehr. Und es mag eine lange Zeit sein, wo du überhaupt nichts nach außen abgibst. Darüber habe ich oft gesprochen, ne? Lange Zeiten, wo ich gar nichts nach außen abgegeben habe. Und vielleicht ist es auch so, wie ich es in einem meiner Workshops beschrieben habe. Das hatte ich lange, in diesen 2 Jahren hatte ich das Bild immer, hier ist mein Inneres, dazwischen ist Baustelle und außen ist diese typische Wand von der Baustelle, die so bunt angekritzelt mit Graffiti und Werbeslogans und ich weiß nicht was. Das ist die Wand nach außen.
Da gehen alle vorbei, die checken gar nicht, dass da Baustelle ist. Und zu mir in mein Dornröschenschloss kommen sie schon gar nicht. Das ist verwuchert hinter Hecken. Das heißt also, das ist ja auch eine Art Schutz. Ne? Was weiß ich, dieser Smalltalk. Ne? Wir gehen zum Bäcker und jemand spricht uns an und ja, wie, und das Wetter und wie ist die Gesundheit und geht es Ihnen gut? Ne? So. Einfach mit der Persona, mit der Alias-Person nach draußen eine gewisse Hülle nach draußen präsentieren, hinter der wir das eigentliche Ich geschützt ist, wenn es denn gerade im Umbau ist oder gerade besonders ja, heilt, wenn es im Heil, wenn es sozusagen in diesem Heiltank ist, ne? In diesem, ihr kennt ja diese Tanks, wo man drinnen ist und oder ein Medbett oder wie auch immer. Und wir wissen, oh, es geht jetzt darum, dieses Dornröschen zu schützen, bis es soweit ist, dass es aufgeweckt werden kann. Und das passiert natürlich auch, indem wir nach draußen sagen, oh, wie geht's? Alles gut? Nein, nein, der Kleinen geht's gut, alles gut, alles gut. Nein, nein, nein. Ne? So. Ja. Ja. Was wollte ich eigentlich mit diesem ganzen Blick sagen? Ich will sagen, dass es Zeiten gibt, da liegt unser Nervenkostüm brach, da sind wir überfordert. Ja, ich glaube, jetzt bin ich am springenden Punkt, weswegen ich dann doch meine, dass ich euch vielleicht abhole an einem Punkt. Viele sind zurzeit überfordert. Sie sind überfordert und es ist kein Wunder, dass sie überfordert sind. Weil das, was da draußen passiert, da tobt ein Krieg, da toben Intrigen, da schießt der eine den anderen ab. Jeder kommt mit irgendeiner Binsenweisheit, jeder hat irgendeine neunmal kluge Erklärung. Jeder hat eine Weisheit für dich. Jeder hat eine Info für dich, ganz wichtig. Eine Info, mit der du dann in Form gebracht wirst und geshaped wirst. Jeder drückt dir etwas hinein. Und sei dir bewusst, alles, was dir reingedrückt wird, verhindert, dass du aus dir heraus diesen göttlichen Funken Raum geben kannst. Weil du hast dann keinen Raum mehr. Dieses Dornröschen in dir, dieser zu heilende, dieser... Ja, da wären wir wieder bei der Frage, die ich mit dem Joe Kreisel, ich bin der Frage mit ihm nicht wirklich nachgegangen, aber das bleibt noch als Thema. Was fehlt dir, Oheim? Ne? Dieser kranke König, wie kann er denn heilen, wenn so eine Kakophonie rundherum ist, wenn jeder irgendetwas reindrückt, wenn jeder irgendein Anliegen hat und er quasi beschäftigt wird, dieses sich beschäftigt, den anderen beschäftigt halten mit den Problemen, die ihm hingeworfen werden, wie so Knochen, an denen sich der Hund abarbeiten soll. Dieses beschäftigt werden, ne? Was natürlich, na klar, das sind wir bei den Medien und so weiter, ne? Bei diesem Infotainment. Und wir können nicht alles abwehren, wir können nicht alles verdauen. Ich habe so oft gesagt, fragt euch nicht, was alles von außen in euch einströmt. Wenn ihr die Gulle in euch reinströmen lässt, dann werdet ihr nie auf einen grünen Zweig kommen, im wahrsten Sinne des Wortes, in einem grünen Zweig, auf einen grünen Zweig im Sinne von, dass die eigene Blüte, die eigene Blume sich wieder entfalten kann. Und dafür braucht es auch manchmal einiges Gestrüpp zu beseitigen, wie das beim Dornröschen eben notwendig ist, die Hecke, die es dann abzutragen gilt. Ja, in diesem Sinne ist weniger oft mehr. Und jetzt sind wir wieder beim Anfang, bei Neville Goddard. Für mich ist ganz klar, wenn ich etwas erkannt habe, dann entfaltet sich die Wirkkraft. Also in dem Moment, wo ich jetzt erkannt habe, was ist es, was mich so stresst, was mich so nervt. Nervt ist das richtige Wort. Ich mag das Wort Stress eh nicht. Das mich so nervt. Es ist mir zu viel. Es ist mir zu viel. Und das, und wie bei der Frage, was fehlt dir, Oheim, ist die Diagnose schon der Beginn der Heilung. Ja, und Neville Goddard kann ich nur empfehlen, vor allem in diesem göttlichen Sein und seiner Interpretation der Bibel als ein innerpsychologisches Geschehen, mit dem wir alle, was ist das richtige Wort? Das in uns allen schwanger geht, mit dem wir schwanger gehen, bis hin zu dem, es ist vollbracht. Und ich meine, glaubt mir, bei dem Weltgeschehen, das da draußen zurzeit tobt, ist das der einzige Weg. Der einzige Weg ist, in uns wieder die Klarheit zu schaffen, damit eine Ausrichtung und damit in die Welt hinaus zu wirken. Und dann kommt Heilung aus innen nach außen, aus unserer inneren Landschaft in das Außen.
Und mit dem Manifestieren, das habe ich oft gesagt, wenn ein Gollum anfängt zu manifestieren, oh, ich will ein Haus, ein Boot, die perfekte Liebe, ganz viel Cash und was weiß ich, ja, dann kann ich nur sagen, viel Glück, viel Glück, dann landet ihr in der Rüdekack. Deswegen bin ich mit diesem Manifestieren, bin ich sehr gelassen. Für mich ist da den Druck rauszunehmen. Und solltet ihr die Sendung tatsächlich anhören mit dem Kevin Kunert da, weil er spricht dann kritisch davon, dass man quasi seinen Willen aufgibt und dann in der Depression landet. Nun, ich kann euch nur sagen, und das habe ich oft, es ist eine Pendelbewegung. Und wenn jemand, der in der Depression ist, tut das Pendel stoppen, bevor es zum Anschlag kommen kann, weil in unserer Gesellschaft nichts mehr tabu ist wie eine Depression. Und wenn wir mit dem Blick auf die Depression schauen, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das ist nun wirklich das Letzte und jetzt landest du unter der Brücke, ja, dann stoppen wir das Pendel, bevor es sich erfüllen kann, bevor es in seinem Anschlag ist. Und ich kann euch aus eigener Erfahrung sagen, ein Pendel, das wirklich bis zum Ende durchgezogen wird, geht in die Gegenrichtung. Das ist ein Naturgesetz. Wenn du ganz am Boden angelangt bist, und ich weiß, wovon ich rede, aus eigener Erfahrung, dann richtet sich das Ganze wieder aus. Aus dem Waldbrand entsteht der Humus, der dann wieder sich aufrichtet. Und dann ist es aber wirklich der zweite Adam, der Adam Katmund, die zweite Geburt. Dann ist es das wahre Selbst. Das heißt also, vielleicht kommt mal eine Zeit, wo wir das begrüßen, diesen Zustand, wo wir keinen Willen mehr haben, keine Ziele, keine Wünsche, keine Ehrgeiz oder sonst irgendwas, weil daraus dann, wenn wir das aushalten, wenn wir da in die Annahme gehen können, dann kann aus diesem Nullpunkt, aus diesem leeren Raum, daraus kann dann das entstehen, was wirklich, im wahrsten Sinne des Wortes, unser Sein ist. Ja, ich hoffe, ich konnte euch wieder einige Anregungen geben. Ich wünsche euch in diesem Sinne einen schönen Tag. Tschüss.